Also in meinen Augen ist E-Sport definitiv Sport, weil es ist zwar kein körperlich anstrengender Sport, aber es ist halt eine extreme mentale Belastung. Und man sieht es auch, zum Beispiel Schach zum Beispiel, ist ja auch offiziell Sport. Oder Poker wird ja auch als Sport genannt. Sind ja auch keine großen körperlichen Aktivitäten, aber halt eine extreme mentale Belastung. So, ich bin Nicolas Jürst, ich bin E-Sportler im Bereich FIFA für SV Sandhausen. Damals ein Turnier beim TSV Oftersheim gewonnen, aus der E-Sport-Abteilung, und habe dann somit einen Scouting-Vertrag bekommen beim TSV Oftersheim und bin dadurch jetzt beim SV Sandhausen. TSV Oftersheim bzw. heute E-Sport Rhein-Neckar hat eine Partnerschaft mit dem SV Sandhausen und dadurch bin ich jetzt Spieler für den SV Sandhausen. Damals hat der TSV Oftersheim hat damals ein Turnier gemacht, wo sie einen FIFA-Spieler gesucht haben. Dieses Turnier konnte ich gewinnen und dann hat sich so nach und nach auch zwecks der virtuellen Bundesliga eine Partnerschaft ergeben mit TSV Oftersheim und dem SV Sandhausen. Und so bin ich zum SV Sandhausen gekommen. Ich trainiere grundsätzlich so, ich sag mal, 4 bis 6 Stunden am Tag, manchmal auch nur 2, manchmal mehr. Je nachdem, wie der Tag läuft, wie es auf der Arbeit gelaufen ist, wie lange man gearbeitet hat und so. Ansonsten Verpflichtungen vom Verein aus sind gewisse Sponsorentermine. Wir haben eine Partnerschule in Leimen, da waren wir die Tage auf einem Schulturnier, wo wir uns präsentiert haben und so Sachen halt. Ja, also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem wie die Spiele laufen. Wenn ich 10 Spiele mache und ich habe 10 extrem starke Gegner, spiele gegen 10 andere Profis, dann ist man mental natürlich extrem fertig. Wir hatten auch in der abgelaufenen virtuellen Bundesliga-Saison einen Spieltag, wo ein Dreierspieltag war, wo wir 9 Spiele am Abend hatten, zwischen 19 und 22 Uhr. Und danach merkt man im Kopf definitiv schon, was man gemacht hat. Ich arbeite auch nebenher noch richtig und kann vom E-Sport noch nicht komplett leben. Es ist natürlich ein Traum, ja, irgendwann beruflich als E-Sportler zu arbeiten. Und hast du so einen Tipp für diejenigen, die vielleicht sich mit dem Thema E-Sport befassen oder die vielleicht auch dort irgendwo einsteigen wollen? Definitiv viel trainieren, auch gezielt trainieren, also wissen, woran du arbeitest an dir. Man kann zum Beispiel seine Spiele und seine Taktiken aufnehmen, um die anschließend nochmal Revue passieren zu lassen und dir einfach anzuschauen, dass du einfach weißt, woran du arbeiten kannst. Und auch ansonsten machen ja auch andere Vereine, zum Beispiel wie jetzt Werder Bremen, VfL Wolfsburg, VfL Bochum, immer wieder Online-Scouting-Turniere, wo sie Spieler suchen. Da kann jeder dran teilnehmen, kann sich beweisen und die Besten haben dann eben eine Chance, bei dem jeweiligen Verein unter Vertrag zu kommen.